So, aber das ESP-Cam-Modul bietet uns ja noch mehr Möglichkeiten, als nur das Kamerabild abzugreifen. Hier habt ihr also die Möglichkeit, noch weitere Geräte hinzuzufügen, also weitere Schaltflächen oder Sensoren. Wenn wir jetzt auf Live wechseln, sollten wir das Bild sehen. Und ansonsten kann ich ja mal eben kurz hier draufklicken und dann habe ich es nahezu in Echtzeit. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir nochmal weiter mit Home Assistant und zwar habt ihr mich unheimlich oft gefragt, wie man denn günstig und einfach eine Kamera ins Home Assistant System einbinden kann. Damit möchten wir uns heute mal befassen. Natürlich gibt es auch hier wie immer viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann IP-Kameras einbinden, man kann so Systeme wie zum Beispiel Blink einbinden. Ich persönlich möchte mich im heutigen Video aber mit der wohl günstigsten Variante auseinandersetzen, und zwar mit der ESP-Cam. ESP und Node-MCU haben wir ja auf diesem Kanal schon des Öfteren verwendet. Und ja, da gibt es eben diese ESP-Cam. Und dabei handelt es sich eben um einen, wie der Name schon sagt, ESP mit einer Kamera obendrauf. Wir haben hier auch noch einen Kartenleser. Wie immer ist das Ganze auch mit WLAN ausgestattet. Ja, und mehr brauchen wir ja gar nicht. Und wie wir ja auch schon im Stream kennengelernt haben, ESPs lassen sich mit ESP Home ganz einfach flashen. Und das gilt auch für dieses Modul. Und wie das jetzt genau geht und wie sich das Ganze dann nachher im Home Assistant einbinden lässt und wie das Ganze dann aussieht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, hier seht ihr jetzt mein Home Assistant und was wir jetzt als erstes machen müssen ist, wir müssen unseren ESP mit dem USB-Anschluss des Raspberry Pi oder auf welchem Gerät auch immer euer Home Assistant läuft, verbinden. Da die ESP-Cam keinen USB-Anschluss hat, müssen wir hierfür einen FTDI-Programmer nutzen. Wie ihr den FTDI-Programmer mit dem ESP verbinden müsst, dafür blende ich euch jetzt erstmal einen Schaltplan ein. Die Anschlüsse von eurem FTDI-Programmer können in der Reihenfolge ein bisschen variieren, beachtet also hier die Beschriftung von den einzelnen Pins. Und wo ihr darauf achten müsst, der FTDI-Programmer sollte auf 5 Volt eingestellt sein. Beachtet ebenfalls die Brücke zwischen Ground und dem GPIO 0, also IO 0. Dieser ist notwendig, damit der ESP, wenn er mit Strom versorgt wird, auch in den Flash-Modus geht, dass ihr auf jeden Fall auch das Sketch drauf kriegt. Ansonsten bekommt ihr keine Verbindung, wenn ihr diese Brücke nicht am ESP setzt. Nachdem ihr dann den ESP mit dem FTDI verbunden habt, können wir jetzt den FTDI mit dem USB-Anschluss des PIs verbinden und wechseln dann direkt nach ESP Home hier auf der linken Seite im Menü. Hier legen wir jetzt einfach mal ein neues Gerät an. Wir nennen das Ganze mal ESP Cam YouTube. Wie immer, denkt dran, alles klein geschrieben. Es darf keine Sonderzeichen oder Leertasten enthalten. Dann drücken wir auf Weiter. Hier kommt es jetzt darauf an, welche ESP Cam ihr habt. Es gibt davon verschiedene Varianten von verschiedenen Herstellern. Da sind auch die Pin-Belegungen jeweils ein bisschen unterschiedlich. Ich lasse das jetzt hier erstmal auf Generic ESP stehen und ändere das gleich im Sketch nochmal ab. Dann sagen wir hier Next. Hier kommen jetzt also einmal euer WLAN-Name und euer WLAN-Passwort rein. Dann noch euer OTA-Access-Passwort, mit dem ihr später over the air diesen ESP erneut flashen könnt. Nochmal Next. Und wir sind mit der Grundeinrichtung fertig und sagen Submit. So, und jetzt seht ihr, hier haben wir hier ein neues Gerät angelegt. Und da klicken wir direkt mal auf Edit, um das Ganze zu konfigurieren. Hier seht ihr nochmal den Namen und die Plattform. Die Plattform ist natürlich schon Quatsch. Wir haben einen ESP32 und in meinem Fall habe ich jetzt ein ESP32 Dev Board. Also ich habe hier einige Einstellungen ausprobiert und das war auf jeden Fall die, die bei mir funktioniert hat. So, ich habe jetzt hier die Wi-Fi SSID und das Passwort jeweils als Secret angegeben. Deshalb müssen hier die Anführungszeichen bei mir weg. Wenn bei euch hier wirklich der WLAN-Name und das Passwort steht, könnt ihr die Anführungszeichen, die gesetzt wurden, stehen lassen. Den Rest lassen wir einfach so, wie es ist. Ach ne, hier unten nehmen wir auch noch die Anführungszeichen weg.
Zumindest wenn ihr mit Secret arbeitet, wie gesagt. Ansonsten können die Anführungszeichen hier drumherum stehen bleiben, wenn es echte Passwörter sind. So, und jetzt legen wir einmal los. Und zwar, wir fangen an mit ESP32-Kamera. Doppelpunkt, nächste Zeile. Und geben dem Ganzen einen Namen. Und zwar ESP32-Cam. Dann benötigen wir den Parameter External Clock. Die befindet sich an Pin GPIO0 mit einer Frequenz von 20 MHz. Dann haben wir hier einmal I2C-Pins, und zwar SDA, der befindet sich am GPIO26. Und SCL befindet sich an GPIO 27. Die beiden müssen auch jeweils eingerückt werden, dann ist er auch zufrieden mit der Syntax. Und es geht weiter mit den Data-Pins. Hier geben wir mehrere an, deshalb in eckigen Klammern als Array, und zwar GPIO 5, GPIO 18, GPIO 19, GPIO 21, GPIO 36, GPIO 39, GPIO 34 und GPIO 35. Dann brauchen wir noch einen VSync-Pin. Der befindet sich an GPIO 25. HREF-Pin ist der Pin GPIO 23. Pixel-Clock-Pin befindet sich an GPIO 22. Und zum Abschluss der Power-Down-Pin. Und dabei handelt es sich um GPIO 32. Das war jetzt erstmal so die Grundeinrichtung mit allen Pin-Angaben, damit er überhaupt weiß, an welchem GPIO er jetzt welches Feature der Cam findet. So, aber das ESP-Cam-Modul bietet uns ja noch mehr Möglichkeiten, als nur das Kamerabild abzugreifen. Und zwar, erstmal haben wir die Möglichkeit abzufragen, ist die Kamera überhaupt erreichbar? Dann haben wir die Möglichkeit, das WLAN-Signal, die WLAN-Stärke ausgeben zu lassen. Und dann hat dieses ESP-Cam-Modul ja auch noch eine LED. Und diese LED möchten wir natürlich nachher auch ein- und ausschalten können. Damit wir diese ganzen Sachen nutzen können, fangen wir jetzt mal mit dem Binary-Sensor an, um den Status der Kamera abzufragen. Dazu geben wir ein Binary-Sensor, und zwar ist das die Plattform --Status, und zwar mit dem Namen ESP32CAM-YouTube-Status. Dann legen wir den Sensor für das WLAN an und das geht wie folgt. Wir sagen Sensor, dann Plattform Wi-Fi-Signal. Name ist dann wieder ESP32CAM-YouTube-Wi-Fi-Signal. Hier habe ich einen Doppelpunkt vergessen. Und dafür hätten wir gerne ein Update-Intervall von 60 Sekunden. So, und jetzt fehlt noch die LED und dazu sagen wir Light. Plattform ist Binary. Output ist GPIO-4 und der Name ist ESP32CAM-Light. So, und was ich jetzt vergessen habe, ist unser genereller Output. Und den hätten wir gerne als Plattform GPIO an Pin GPIO4 mit der ID GPIO-4. Diese Konfiguration verlinke ich euch natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Das müsst ihr also nicht alles abtippen. Aber damit wäre die Konfiguration unserer Kamera abgeschlossen. Wir sagen jetzt hier einmal Speichern, schließen das Ganze und sagen jetzt hier einmal Validate. Er überprüft jetzt das Ganze, sagt jawohl, das ist in Ordnung.
Dann machen wir jetzt nochmal zu, weil Over the Air funktioniert in dem Fall ja noch nicht. Wir haben das Ding ja noch nie geflasht, also wählen wir jetzt hier unseren USB-Anschluss aus und sagen Upload. Jetzt kompiliert er erstmal das ganze Programm. Das dauert erstmal eine ganze Weile und anschließend, wenn wir alles richtig angeschlossen haben, lädt er das Ganze auf unseren ESP hoch. Ja, und aus irgendeinem Grund hat das hier nicht geklappt. Ich starte den Upload einfach nochmal. Ich ziehe jetzt mal eben kurz den USB ab und stecke ihn wieder neu an. So, jetzt sagt er hier auch neuen seriellen Port erkannt und wir probieren das einfach nochmal. Das zweite Kompilieren geht zum Glück jetzt auch ein bisschen schneller, außer wir ändern was am Sketch, aber da wir das Sketch jetzt nicht geändert haben, sollte das Ganze jetzt auch wesentlich zügiger vonstatten gehen. So, und wir sehen, der Upload war erfolgreich. Dann können wir das jetzt hier stoppen. So, und jetzt seht ihr, dass die Cam hier oben immer noch rot ist. Heißt, das ESP hat die noch nicht gefunden. Und das liegt einfach daran, dass selbst wenn der ESP jetzt neu gestartet wird, wir ja immer noch die Brücke zwischen Ground und GPIO 0 drin haben. Das heißt, wir ziehen jetzt den USB, also die gesamte Stromversorgung vom ESP einmal ab, entfernen die Brücke zwischen Ground und GPIO 0 und versorgen jetzt den ESP wieder erneut mit Strom. So, und jetzt seht ihr auch, jetzt wird die ESP-Cam hier oben auch grün und somit wissen wir auch, sie ist jetzt verfügbar. Dann wechseln wir jetzt mal hier auf unser Dashboard, sagen mal Benutzeroberfläche konfigurieren und fügen mal ein neues Element hinzu. So, und dann scrollen wir jetzt hier mal ein Stückchen runter bis zum Picture Glance und das wählen wir aus. Dann geben wir dem Ganzen hier erstmal einen Namen. Wir nennen das ESP Cam YouTube. Den Bildpfad lassen wir erstmal weg. Wir möchten jetzt erstmal hier unsere Kameraentität auswählen und die heißt ESP32-Cam. So, und dann seht ihr jetzt hier unten haben wir zwei so kleine Icons und das sind hier unten die Entitäten. Hier habt ihr also die Möglichkeit, noch weitere Geräte hinzuzufügen, also weitere Schaltflächen oder Sensoren. Und wir haben ja eben auch Sensoren angelegt, und zwar einmal den Statussensor der Kamera. Den blenden wir jetzt hier mal ein. Hier können wir jetzt also sehen, ob die Kamera verbunden ist oder nicht. Und dann hatten wir noch das Licht der Kamera eingebunden, welches wir hier über diese Schaltfläche jetzt ein- und ausschalten können. Und dann hatten wir noch das Wi-Fi-Signal und da sehen wir jetzt hier, dass das Wi-Fi-Signal eine Qualität von minus 76 Dezibel hat. So, wir sehen hier aber noch kein Bild. Das liegt einfach daran, dass wir hier auf Auto stehen haben. Wenn wir jetzt auf Live wechseln, sollten wir das Bild sehen. Genau, da seht ihr mich. Ich lasse es aber meistens auf Auto stehen. Auto zeigt immer das letzte gespeicherte Bild. Ich klicke jetzt mal auf Speichern. Und jetzt seht ihr mich hier oben in der Ecke, da seht ihr auch, das ist jetzt ein Standbild. Wir verlassen mal den Bearbeiten-Modus. Und wenn ich jetzt auf dieses Standbild klicke, dann seht ihr auch wieder das Live-Bild im Dialog. Aber so zur Übersicht reicht mir in der Regel auch hier diese intervallmäßige Aktualisierung aus. Also wenn zum Beispiel mal einer klingelt und ich habe die Kamera unten an der Haustür, dann sollte das Bild, wenn es so alle 10 Sekunden ungefähr aktualisiert wird, dann sollte mir das eigentlich ausreichen und ansonsten kann ich ja mal eben kurz hier draufklicken und dann habe ich es nahezu in Echtzeit. Ja, soviel zum Thema ESP Cam in Home Assistant einbinden. Ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn noch nicht passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!